Ja, es geht wieder los. Wir haben eine weitere Siedlungsmission, aber eine der letzten. Wartezeit. Honor, ich habe gar nicht genug Zeit, um mich um alle zu kümmern. Ich brauche Hilfe, egal von wem. Ich glaube, ich kenne da jemanden. Ach so, ja, wir sollen jetzt was machen. Und wir haben nur eine Minute Zeit. Diana oder Diana zu Dr. White bringen. Muss ich jetzt denjenigen schleppen? Nee, okay. Es kann ja sein, dass wir den schleppen mussten, aber ich denke mal, wir schaffen das noch. Wenn nicht, dann fangen wir einfach nochmal von neuem an. Hier, komm mit. Diana, komm mit mir. Ich brauche dich. Natürlich. Worum geht es denn? Dr. White ist überlastet und braucht etwas Hilfe. Ich bin kein Arzt, Connor. Vielleicht nicht. Aber ich sah, wie du Menschen gepflegt hast. Du hast... Leg los. Also wir haben mehr als genug Zeit gehabt. Ihr habt's ja gesehen. Ich hätte da bestimmt noch 10-mal hin und her rennen können. Diana, perfekt. Das heißt, du hast heilende Hände. Bitte hilf diesem Mann. Connor, kannst du den zwei Gentlemen vorn helfen? So, den Seeleuten helfen gehen. Ja, die legen halt rum und halten sich das Knie. Halt still. Ich hab mir einen Wolf geholt. Kommt vor. Danke, Cap. Mhm. Nächster bitte. Also das scheint mir alles ein bisschen einfach. Ich dachte, jetzt kommen ja Quicktime-Events. Danke. Ich muss sie ja bloß irgendwie antatschen und dann passt das schon. Hier, ich habe Jesus Hand. Du bist jetzt geheilt. Achso, na gut, er streckt ja manchmal ein bisschen. Aber ich habe ein Schrapnell in der Schulter. Pech gehabt. Oh. Vielen Dank. Du auch noch? Vielen Dank, Cap. Und hier ist dann der letzte von den Seeleuten. Danke, Captain. Danke für die Hilfe. Das wird schon wieder. Ja, das denke ich auch. Zähne zusammenbeißen und durch. Uch, gut gemacht, Connor. Und Diana, du hast mich sehr beeindruckt. Wirklich? Nun, danke sehr. Ich habe aber keine Medizin studiert. Vielleicht nicht, aber du hast einen Instinkt und wahrlich heilende Hände. Wenn du Zeit dazu hast, wäre ich dankbar, wenn du mir regelmäßig helfen könntest. Vielleicht kann Catherine ab und zu auf die Kleinen aufpassen. Und falls nicht, findet sich jemand anderes. Das denke ich auch. Gut, also das war jetzt, ja, die letzte, glaube ich, Arzt-Siedlungsmission, die wir hatten. Die gab es auch ziemlich zum Schluss. Also... Und das ist eine höchste Stufe. Stufe 3. Ja. Neue Belohnung im Herrenhaus freigeschaltet steht hier.